Nachdem Peter Klein öffentlich gebeichtet hatte, sich in Schauspielerin Yvonne Wölke verliebt zu haben, scheint es für ihn und seine Frau Iris kein Zurück mehr in die Ehe zu geben. Die Mama von Reality-Star Daniela Katzenberger ist bereits aus der gemeinsamen Finca ausgezogen. Doch gibt es jetzt wieder Hoffnung für ein Comeback? Iris ist nach Köln gereist und beim Ausblick aus dem Hotel auf die Hohenzollernbrücke kann sie offenbar nur an Peter und ihre vergangene Liebe denken. Auf der Brücke hängt noch ein Schloss von uns, schreibt sie in ihre Instagram-Story. Die Kölner Brücke ist bekannt dafür, dass Verliebte ihre Schlösser als Zeichen der ewigen Liebe aufhängen und den Schlüssel ins Wasser werfen. Doch Iris wird noch deutlicher. Ihr Foto und Kommentar untermalt sie mit Callum Scotts Love-Song You Are The Reason und wählt die Textstelle aus, in der es heißt: Da fängt mein Herz an zu schlagen, weil du der Grund bist, dass ich nicht mehr schlafen kann. Bitte komm jetzt zurück. Die Trennung fällt Iris sichtlich schwer. Hobbysänger Peter Klein, der laut Iris eine neue Karriere als Kneipensänger plant, kann scheinbar nicht von Yvonne Wölke ablassen und folgt der Blondine erneut bei Instagram, was Iris verletzt. Sie fragt ihre Fans, wie lange es dauert, bis ihr Liebeskummer beendet ist, doch diese machen ihr wenig Hoffnung. Vielleicht suche ich mir auch einen anderen Mann, so Iris scherzend.